Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der ist Nummer 23. Hier geht es um Übernahme von Annex-Tätigkeit durch die WED Wohnen in Dresden GmbH. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Dreves. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen, nämlich die Frage, ob die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden auch in den finanzierten Wohnungsbau einsteigen soll, ist durchaus ein differenziertes Thema. Denn auf der einen Seite haben wir den ja hier auch schon mehrfach diskutierten, durchaus berechtigten Wunsch, dass wir in größere kommunale Wohngebäude mit vielen Wohnungen durchaus einen Mix an unterschiedlichen Wohnungen und an unterschiedlichen Menschen, die dort einziehen, reinbekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Notwendigkeit, eine große Zahl an bezahlbaren Wohnungen in dieser Stadt zu schaffen. Ich will an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass 2036 die Belegungsrechte nach der Sozialcharta bei der Vonovia auslaufen. Das sind 10.000 Wohnungen in dieser Stadt und das müssen wir auch irgendwie kompensieren. Und bis 2036 ist jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, wenn wir wissen, wie lange im Zweifelsfall Planen und Bauen in dieser Stadt auch dauern kann. Deswegen ist, glaube ich, zwischen diesen zwei durchaus berechtigten Interessen ein Kompromiss nötig. Und vor allen Dingen sollten wir uns auch vergegenwärtigen, dass zwar die Debatte um die Florian-Geyer-Straße der Auslöser für diese Vorlage war, wir jetzt aber mit dieser Vorlage keine Lex Florian-Geyer-Straße schaffen, sondern eine Regelung, die auch bei anderen Bauvorhaben der WED, die an anderen Stellen in dieser Stadt realisiert werden, Anwendung findet und auch dort realistisch umsetzbar sein muss. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, die WED ist noch ein relativ junges Unternehmen, was gerade startet, was kein großes Eigenkapital hat, mit dem es im Zweifelsfall auch mal in die Bresche springen kann. Und wir sollten, um die WED auch am Funktionieren zu halten, dort keinen Sand ins Getriebe streuen und dieses noch junge Unternehmen mit den vielen Bedarfen, die es ohne Frage wohnungspolitisch in dieser Stadt gibt, überfordern. Und auch die Fragestellung von frei finanziertem Wohnungsbau, wo es keine Fördermittel vom Freistaat Sachsen dafür gibt und wo wir eine andere Finanzierungsgrundlage für den Bau finden müssen, ist eine Hürde, die die WED erstmal meistern muss. Und deswegen sollten wir da sensibel an dieses Thema rangehen. Ich glaube, mit der jetzt vorliegenden Vorlage und den Änderungen, die dort im Finanzausschuss reinbeschlossen wurden, haben wir einen guten Kompromiss gefunden, der am Ende funktionieren wird, der WED aber eben auch keine Fesseln anlegt und unüberwindbare Hürden aufbaut. Und ich glaube trotzdem, dass wir auch mit dieser Anforderung dem gerecht werden, dass wir gerade bei den großen Wohnungsbauvorhaben in dieser Stadt eine Mischung aus belegungs- bzw. mietpreisgebundenem Wohnraum und frei finanziertem Wohnraum schaffen werden. Insofern hoffe ich sehr, dass der Kompromiss aus dem Finanzausschuss auch heute hier trägt und dass wir damit der WED die Möglichkeit geben, auch in den frei finanzierten Wohnungsbau einzusteigen. Vielen Dank. Dann setzen wir fort mit der FDP-Fraktion. Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist der Hintergrund der Vorlage? Es gab ja zur Florian-Geyer-Straße damals einen Stadtratsbeschluss, wo das bisher zumal geplante Hochhaus der WED mit 120 Wohneinheiten, wo es Anwohnerproteste gab, wo man daraufhin sagte, man soll mal prüfen, inwieweit vielleicht doch Nicht-Sozialwohnungen dort auch mit reinkommen. In der Hinsicht war die Prüfung der Problemstellung durch die Stadtverwaltung und die WED durchaus angebracht. Aber wenn man sich die Ergebnisse, die dort rauskamen, die Rechenmodelle der WED anschaut, kommen wir ganz eindeutig zu dem Schluss, dass diese Annex-Tätigkeit keinen Mehrwert bietet und viel zu risikoreich ist für die Stadt und die Vorlage deshalb abzulehnen ist. Was sind die Gründe dafür? Ob ich jetzt 20% rausnehme und im freien Wohnungsmarkt anbiete oder direkt 100% Sozialwohnung in einem Gebäude unterbringe, macht keinen großen Unterschied mehr.
Der Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein ist durchaus gesellschaftlich gemischt. Bei einer gemischten Auswahl der WID hat man eine ausreichende Durchmischung und bei gutem Bauzustand, was ja Neubauten in der Regel sind, wächst dann auch schnell der ein oder andere Mieter raus aus dem Wohnberechtigungsschein, muss aber dennoch nicht ausziehen und entsprechend erreicht man relativ schnell dort aus so eine gesellschaftliche Durchmischung. Auch der Auslöser Florian-Geyer-Straße ist ja mittlerweile in der Planung deutlich kleiner durch das neue Hochhaus-Leitbild, wo man jetzt nur noch über ca. 90 Wohneinheiten spricht, was im Gegensatz zur vormaligen Planung selbst mit einem freien Anteil weniger Sozialwohnungen sind. So, und was hat dann die Analyse der WID gezeigt? Letzten Endes bringt das Ganze einen riesigen Rattenschwanz an Problemen für die WID. Das Ganze muss abrechnungstechnisch getrennt werden. Wir haben einerseits die frei vermietbaren Wohnungen, andererseits die Sozialwohnungen, wo es entsprechende Förderungen und Belegungsrechte gibt. Das heißt, die WID braucht entsprechend die zusätzlichen Kompetenzen in der Vermietung. Wir brauchen eine zusätzliche separate Bankfinanzierung. Damit es sich rechnet, geht man von Quadratmeter-Vermietpreisen von ca. 10 Euro aus, was an vielen Standorten durchaus optimistisch ist. Und wenn es weniger ist, vielleicht doch jetzt auch im Wandel doch nochmal im Wohnungsmarkt passiert, dann ist es ganz schnell ein Verlustgeschäft. Es handelt sich voraussichtlich um relativ wenige Standorte, die es überhaupt betrifft. Aktuell gibt es, glaube ich, maximal 1-2 weitere Standorte überhaupt in der Größe, dass sie in diese Richtlinie fallen. Das heißt, wir diskutieren wahrscheinlich selbst in Summe in den nächsten 5 bis 10 Jahren um 50-60 Wohneinheiten, die wir quasi nicht zu Sozialwohnungen machen, sondern am freien Wohnungsmarkt. Aber mit diesem Riesenrisiko. Letzten Endes ist es viel zu viel Aufwand, das Ganze zu trennen, das separat zu betrachten. Es gibt schlicht keine Notwendigkeit, da am freien Wohnungsmarkt zu agieren. Vorteile fehlen und es hat eher Nachteile und vor allem viele Risiken. Zusätzlich, und deswegen wundert mich auch wirklich diese Zustimmung von Rot-Rot-Grün, die bisher in den Ausschüssen war, reduziert man ja bei den wenigen Standorten, die wir haben, auch noch die Anzahl der Sozialwohnungen. Das heißt, da haben wir dann noch mal weniger. Das heißt, hohe Risiken, Verluste sind durchaus möglich, sehr hoch angesetzte Zielmieten, um rentabel zu bleiben, und private Unternehmen sind in dem Bereich erfahrungsgemäß deutlich effizienter. Das heißt, bei aller Skepsis, die wir durchaus gegenüber der WID haben, wenn wir die WID schon in dieser Form haben, dann soll sie sich auch zu 100% auf die Sozialwohnungen konzentrieren. Sie soll sich nicht verzetteln und sich ausschließlich darauf konzentrieren, den Auftrag ordentlich auszuführen. Und alle Schwierigkeiten, die sich in dem Bereich zeigen, sind dann durchaus lösbar und wir brauchen nicht diese zusätzlichen Annex-Tätigkeiten. Entsprechend werben wir für die Ablehnung des Antrages. Vielen Dank. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Dresdner, am Anfang möchte ich erstmal etwas über das Wort Annex-Tätigkeiten aufklären, weil ich denke mal, viele, die uns im Livestream verfolgen, nicht wissen, um was es sich handelt. Nebenbei kann man ja nachschlagen, aber Annex-Tätigkeiten sind Nebenleistungen, die keinem öffentlichen Zweck dienen, aber eine Hauptleistung, die zu einem öffentlichen Zweck dient, ergänzt. Das ist in diesem Fall die Fragestellung, darf eine städtische Gesellschaft sich auf dem freien Markt bewegen? Wir sind der Meinung, in Teilen ja. Um was für ein Problem bzw. um was für eine Tatsache handelt es sich bei diesem Beschluss? Es handelt sich im Grunde genommen um die Beseitigung eines Problems, welches Rot-Rot-Grün dem Kind WID mit an die Hand gegeben hat. Man möchte durchmischte Wohngebiete, am besten sogar in einem Gebäudekomplex, ein wirklich sehr hehres Ziel. Man bekommt aber keine durchmischten Wohngebiete und keine durchmischten Komplexe, weil man eben nur für ein bestimmtes Klientel baut, reine Sozialwohnungsstandorte. Diese Probleme sollen jetzt beseitigt werden und ich freue mich, dass Herr Schmelich im Wohnbeirat einen sehr sinnvollen Antrag gestellt hat, in dem steht, dass die WED mindestens 20, jedoch maximal 30% der vermietbaren Fläche als nicht mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen errichten kann. Wir geben also der WED die Möglichkeit, das zu machen. Wir geben der WID eine Option, die sie gegebenenfalls nutzen kann. Wir machen die WID damit selbstständiger, aber im Auftrag immer noch gebunden, weil der Bestand an Wohnungen bzw. der Bau an Wohnungen, die mietpreis- und belegungsgebunden sind, immer noch bei mindestens 70% liegt. Geben wir der WID die Freiheit, die sie braucht, um auf dem Markt zu agieren,
Aus diesem Grund werden wir Freien Wähler dem Antrag mit der Änderung von Herrn Schmelisch aus dem Wohnbeirat, den auch der Finanzausschuss übernommen hat, zustimmen. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmelisch. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Livestream. Ja, es gibt in diesem Punkt in der Tat auch ein großes Meinungsspektrum in diesem Stadtrat. Der Stadtrat hat mit seinem Beschluss vom 22.11.2018 den sozialen Wohnungsbau in Dresden empfindlich ausgebremst. Der Planungsstopp des größten Bauprojektes der WED in der Florian-Geyer-Straße hat nicht nur den Bau von ca. 100 Wohnungen zu erträglichen Mieten vorläufig gestoppt, sondern auch der WED einen schweren Schaden zugefügt, wenn ich dann nur an die Planungskosten und den zeitlichen Verzug denke. Beachtlich und bedauerlich finde ich, dass in diesem Zusammenhang dieser Beschluss nicht nur von Fraktionen getragen wurden, die aus ideologischen Gründen den sozialen Wohnungsbau ablehnen, sondern leider auch die Kolleginnen und Kollegen der Linken eine sehr unrühmliche Rolle in dieser Diskussion geführt haben. Ausfluss dieses Beschlusses war nicht nur der Baustopp in der Florian-Geyer-Straße, sondern eben auch diese Vorlage, diese Ursprungsvorlage. Mit ihr soll erreicht werden, dass die WED künftig auch Wohnungen ohne Mietpreisbindung errichten soll, um für eine soziale Durchmischung in den Wohnquartieren zu sorgen. Grundsätzlich möchte ich zu diesem Ansinnen formulieren, dass in diesem Anliegen ein hohes Maß an Stigmatisierung von Menschen steckt, die Anspruch an Wohnberechtigungsschein haben. Ich finde das unerträglich, weil die meisten von denen, die einen solchen Anspruch haben, ganz normale Menschen sind, die ganz normalen Erwerbstätigkeiten nachgehen, leider meist schlecht bezahlten. Ihnen aber sozusagen anzudichten, dass mit ihnen es soziale Probleme in den Quartieren gibt, finde ich unangemessen. Aber auch aus anderen Gründen war die Ursprungsvorlage falsch. Denn die meisten, ja fast alle Wohnbauprojekte der WED sind nicht davon geprägt, hunderte Wohnungen an einem Ort zu schaffen oder auf einen Stadtteil zu konzentrieren. Die wenigsten Projekte umfassen mehr als 50 Wohneinheiten. Sie verteilen sich auf verschiedene Stadtteile. Selbst wenn man der Argumentation, also dieser Stigmatisierung, dem Grunde nach zustimmen würde, könnten auf diese Art und Weise keine sozialen Brennpunkte entstehen. Grundsätzlich bedeutet eine Verpflichtung, bei den meisten Wohnungen der WED auch Wohnungen zu Normalpreisen zu errichten, eine Reduktion des sozialen Wohnungsbaus. Daraufhin hat ja auch der Kollege Blödner hingewiesen. Und aus dem Grunde ist es grundsätzlich schwierig und schwer. Deshalb muss man einer Annex-Tätigkeit der WED mit großer Skepsis gegenüberstehen, weil nämlich in Ermangelung von Flächen ohnehin unsere notwendigen, ambitionierten Ziele für den sozialen Wohnungsbau schwer zu erreichen sind. Das zeigt auch die Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Kollegen Drews, in dem darauf hingewiesen wird, dass in den nächsten Jahren maximal ca. 1.900 Wohnungen im Eigentum der WED übergehen könnten, davon alleine 500 Wohnungen durch Eigentumsübertragung bestehender Immobilien. Jede Verpflichtung, sozial gebundenen Wohnungsraum innerhalb oder zu dem sozialen Wohnungsbau auch frei finanzierten zu errichten, reduziert genau diesen Anteil sozialen Wohnungsbaus, abgesehen davon, dass es nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann, Wohnungen, die letztendlich am Markt deutlich über 10 Euro pro Quadratmeter kosten, mit Steuermitteln zu finanzieren. Die WED ist ein junges Pflänzchen. Im Gegensatz zu etablierten Wohnungsbaugesellschaften in anderen Städten verfügt sie über keine Eigenmittel, die eine solche Strategie rechtfertigen würde. Deshalb ist die Errichtung frei finanzierter Wohnungen durch die WED auch finanzpolitisches Harakiri. Denn wenn Vermietungen zu Marktpreisen nicht gelingen sollten oder sich verzögern, müsste die Stadt finanziell einspringen. Vor diesem Hintergrund war die ursprüngliche Vorlage nicht zustimmungsfähig.
Und deshalb ist der Kompromissvorschlag, der von einer zwingenden Quote von frei finanzierten Wohnungen ausgegangen ist, nämlich 30%, die wir im Wohnbeirat erörtert und beschlossen und im Finanzausschuss bestätigt haben, meines Erachtens der gute Weg, ein guter Kompromiss. Und ich vermag nicht zu verstehen, dass der Kollege Blödner jetzt erklärt, die FDP könne dem nicht zustimmen. Meines Wissens wurde im Finanzausschuss zumindest die Zustimmung zu diesem Kompromiss nicht verweigert. Lassen Sie uns also bitte heute gemeinsam die Bremsen für den sozialen Wohnungsbau lösen, die der WED das Instrument an die Hand geben, sie aber nicht an die Leine legen. Stimmen Sie bitte dem Kompromiss des Wohnbeirates und des Finanzausschusses zu. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich darf vorwegnehmen, auch die CDU-Fraktion wird dem Finanzausschussbericht zustimmen, denn es ist, und das wurde schon gesagt, aus unserer Sicht eine Korrektur in die richtige Richtung. Die Grundsätze, die uns bewegen, dass natürlich Wohnungen für besondere Bedarfsgruppen, so steht es ja in der Satzung der WED drin, gebaut werden müssen. Stichwort sozialer Wohnungsbau. Ich möchte klarstellen, auch die CDU-Fraktion ist für sozialen Wohnungsbau. Uns ist aber wichtig, dass sie gebaut werden. Dass sie gebaut werden und an zweiter Linie kommt, wer sie gebaut hat. Und natürlich ist eine städtische Wohnungsgesellschaft ein Element, mit dem man sozialen Wohnungsbau machen kann. Er ist aber nicht der einzige. Und wir reden jetzt über die WED, die in die Lage versetzt werden soll, breiter aufgestellt zu sein und dann eben auch an Standorten sozialen Wohnungsbau vorantreiben zu können, wo es ansonsten nicht ginge. Und ich darf daran erinnern, dass das ehemalige Fraktionsmitglied der SPD, nämlich der Mieterverbandsvorsitzende in der Florian-Geyer-Straße, sie ist heute erwähnt worden, gewarnt hat, dort keine Sozialwohnung. Warum? Weil die Johannstadt mit weitem Abstand der Stadtteil ist mit den meisten Sozialwohnungen, die wir jetzt haben. Und wenn der Mieterverbandspräsident so etwas sagt, dann glaube ich, sollte man das auch ernst nehmen. Und dann, darauf möchte ich hinweisen, gibt es eine Bürgerinitiative, die sich gegen die Massivität des ursprünglichen Baus Florian-Geyer-Straße gewendet hat. Und die Petition, die von dieser Bürgerinitiative ausgegangen ist, denen auch wir im Stadtrat mit breiter Mehrheit zugestimmt haben, ist, dass hier kein Standort entsteht, wo ausschließlich Sozialwohnungen entstehen. Daran möchte ich erinnern und ich freue mich, dass keiner meiner Vorredner jetzt auch nur ansatzweise einen Zweifel daran gelassen hat, dass in dem Standort Florian-Geyer-Straße nicht etwa ausschließlich Sozialwohnungen gebaut werden, sondern dass selbstverständlich hier auch die neue Möglichkeiten, es ist ja von einer Lex Florian-Geyer-Straße bei dieser Vorlage gesprochen worden, dass hier auch freier Wohnungsraum geschaffen wird und damit die gerade in diesem Stadtteil notwendige Durchmischung gewährleistet wird. Das, meine Damen und Herren, tragen wir mit. Und deswegen möchte ich hier noch deutlich machen, weil es hier Befürchtungen der Bürgerinitiative gibt, die ich hier auch zu Gehör bringen möchte, dass es bei dem Punkt 4 der Beschlussvorlage, die ja auch Gegenstand des Beschlusses ist, es eine Rückfallposition gibt. Und Herr Drees hat zu Recht darauf hingewiesen, es ist nicht eine Vorlage für die Florian-Geyer-Straße, sondern es ist eine stadtweite Vorlage. Und wir müssen im Wege praktischer Konkordanz mit dieser Beschlussvorlage leben. Und für uns hat die Petition, der Beschluss zu der Petition Verbindlichkeit. Deswegen, und ich kann es nur noch mal wiederholen, es hat ja auch keiner meiner Vorredner auch nur irgendwo in Zweifel gestellt, dass an der Florian-Geyer-Straße auch freier Wohnungsraum gebaut wird. Das ist für uns Conditio sine qua non für diesen Standort.
Das haben wir uns nicht leicht gemacht, auch in der Fraktion dieses so besprochen, aber das ist dann, glaube ich, auch rechtlich dasjenige, worauf wir uns zurückziehen. Deswegen kann ich auch von dieser Stelle der Bürgerinitiative zurufen, alle Zeichen stehen dort insoweit auf grün, dass es nicht ein ausschließlicher Standort von Sozialwohnungen ist. Dem würden wir als CDU, wie gesagt, auch nicht zustimmen. Da das aber eben so ist und dass es eine stadtweite Vorlage ist, tragen wir dem Votum des Finanzausschusses Rechnung und werden ihm auch so zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Vor einigen Jahren glaubt die rot-rot-grüne Ratsmehrheit, in Dresden einen Wohnungsmangel erkannt zu haben. Insbesondere sah man ein massives Defizit an Sozialwohnungen in Dresden. Aus Mangel an Vertrauen in marktwirtschaftliche Prozesse und voller Überzeugung von der Allwissenheit der Zentralverwaltung gründete man eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, um das erkannte Defizit am Markt zu beseitigen und ausschließlich Sozialwohnungen zu bauen. Und wie man das halt noch so von früher kannte, erstellte man auch direkt einen Dreijahresplan, an dessen Ende 800 neue Sozialwohnungen stehen sollten. Voller Hoffnung und Zuversicht auf die Planerfüllung machte sich die Stadt ans Werk, raffte sämtliche, auch nur ansatzweise bebaubaren Grundstücke im Stadtgebiet zusammen und legte sie bei der WED ein. Sämtliche Grundstücke, die umgehend bebaubar gewesen wären, wurden dem freien Markt vorenthalten. Die Immobilienpreise in Dresden stiegen logischerweise an und damit auch die Mieten. Man schuf sich hier seine eigene selbsterfüllende Prophezeiung, mit der man sein eigenes Handeln bestätigt sah. Doch wie es in der Vergangenheit bei allen planwirtschaftlich-sozialistischen Wirtschaftsmodellen war, scheiterte der frohsinnig ausgerufene Plan krachend. 2020, am Ende des Dreijahresplans, standen genau null fertige Sozialwohnungen bei der WED zu Buche. Mittlerweile liegt der strukturelle Leerstand wieder bei 6,6%. Die Situation am Wohnungsmarkt entspannt sich merklich und das ohne, dass unser Staatsunternehmen mit seinen bisher fertiggestellten Wohneinheiten dazu einen nennenswerten Beitrag geliefert hätte. Die WED ist in den vergangenen Monaten immer noch dann auffällig geworden, wenn man im Stadtrat immer noch mehr Vermögen oder aber weitere Zugeständnisse einforderte. Zuerst schob man Dutzende Grundstücke in die Einlage der WED. Im April dann machte der Stadtrat mit der 50 Millionen Euro Zugabe des Hechtviertels aus der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft. Dämlich genug haben wir heute nur wegen der WED die Richtlinie zur sozialen Wohnraum, Mietwohnraumförderung anpassen müssen. Es ist doch sehr verwunderlich, wie es alle privaten Investoren, die in den vergangenen Jahren Sozialwohnungen in Dresden gebaut haben, imstande waren, die vorgegebenen Fristen laut Richtlinie einzuhalten. Lediglich die WED hat es nicht hinbekommen. Wer bisher noch daran gezweifelt hat, dass staatliche Institutionen nicht imstande sind, schneller, besser und günstiger zu bauen als unter Marktdruck agierende Unternehmen, hat spätestens mit der Begründung zur Änderung dieser Richtlinie den Beweis vorgelegt bekommen. Mit dieser Vorlage hier kommen wir jetzt zur vorläufigen Krönung dieser Farce. Als Belohnung dafür, dass man beim sozialen Wohnungsbau nicht vorankommt, soll man jetzt auch noch Wohnungen in Segmenten bauen, in denen ohnehin schon ein Überangebot herrscht. Man möchte ja die WED als Konkurrent zu den letzten noch verbliebenen privatwirtschaftlichen Investoren in Dresden installieren. Die WED, die hier einen Wettbewerbsvorteil hat, weil sie keine Grundstücke ankaufen muss, soll nun zukünftig auch noch den Wettbewerb auf dem freien Wohnungsmarkt verzerren und somit die letzten Investoren aus der Stadt vertreiben. Das lehnen wir ab. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte erst auf das eingehen, was mein Vorredner hier gerade gesagt hat, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust darauf, auf dieses wirre Zeug, was hier im Staccato runtergebetet wurde, einzugehen. Es waren einfach so krude, aneinandergereihte Nonsensaussagen, zum Glück hat man die Hälfte gar nicht verstanden. Ich möchte noch mal kurz einen Satz vorweg schicken, nämlich, dass der Zweck und die Ausrichtung der WED selbstverständlich nach wie vor genau der gleiche bleibt, nämlich Wohnraum zu schaffen für Haushalte, die sich am Wohnungsmarkt nicht ausreichend mit Wohnraum versorgen können. Das sind Haushalte mit niedrigen Einkommen, das sind genauso Haushalte mit große Haushalte, Familien mit vielen Kindern oder auch Seniorinnen und Senioren, die Ansprüche an Barrierearmut haben, Menschen mit Behinderung, die Wohnungen in Barrierefreiheit benötigen. Genau das ist das Ziel der WED, diesen Wohnraum zu schaffen. Daran ändert sich auch nichts.
Was nun in der Vorlage vorgesehen ist, dass an großen Standorten, nämlich mit mehr als 50 Wohneinheiten, die Möglichkeit geschaffen werden soll, auch frei vermietbare Wohnungen anzubieten. Das heißt, dass man, wenn es aus sozialpolitischer Sicht sinnvoll ist, an Standorten mit vielen Wohnungen beides machen kann, nämlich mietpreisgebundene Wohnungen zu errichten, aber auch im gleichen Gebäude frei vermietbare Wohnungen, um an diesem einen Standort einen größeren Mix, eine größere Durchmischung zu schaffen. Das Ganze dient als Schutz vor Stigmatisierung. Und auch wir teilen die Änderung des federführenden Ausschusses. Es ist eine Kann-Option. Das heißt, hier gelten keine finanzpolitischen Kriterien, sondern sozialpolitische Kriterien, wenn es jeweils an dem einen Standort sinnvoll erscheint. Ich denke, es lohnt sich dabei auch mal einen Blick über den Dresdner Tellerrand hinaus. Wir haben bundesweit 740 kommunale bzw. öffentliche Wohnungsunternehmen und nahezu alle bieten einen Mix an Wohnungen an, nämlich von mietpreisgebundenen Wohnungen und von frei vermietbaren Wohnungen. Dass ausschließlich mietpreisgebundene Wohnungen angeboten werden, findet de facto überhaupt nicht statt bei 740 Wohnungsunternehmen bundesweit. Essen zum Beispiel, eine Stadt mit einem großen Bestand an sozialen Wohnungen, an kommunalen Wohnungen, hat gerade mal 14% der Wohnungen mit Mietpreisbelegungen belegt. Mainz liegt im Schnitt bei 70% und unser Vorbild in vielerlei Hinsicht im Bereich des kommunalen Wohnungsbaus ist Potsdam. Auch die haben mehrere Kategorien und bieten Wohnungen an für Menschen mit niedrigem Einkommen, aber eben auch für Schwellenhaushalte, Haushalte mit mittlerem Einkommen. Es geht ja hier auch darum, die WID, die ein junges Pflänzchen ist, aber natürlich zu einem starken Baum heranwachsen soll in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, Handlungsspielraum zu vergrößern und so einfach ja, keine Ketten anzulegen, die uns vielleicht behindern, Standorte zu realisieren, die wir aber so mit der Kann-Option realisieren könnten. Genau, also es bleibt dabei, es geht darum, für einkommensschwache Haushalte Wohnraum zu schaffen. Genau das wird auch weiterhin passieren durch die WID, aber durch diese Kann-Option auf frei vermietete Wohnungen anbieten zu können in der Zukunft, soll einfach der Handlungsspielraum des jungen Unternehmens auch in der Zukunft vergrößert werden. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Über den federführenden Ausschussbericht, wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Dann machen wir die Gegenprobe. Und Stimmenthaltung. Halten. 48 Ja-Stimmen, 17 Nein, keine Enthaltung, wäre damit so beschlossen.